Halleluja! Wenn du eine Lampe suchst, die wirklich Wumms hat, dann ist diese 10.000 Lumen Lampe von Phoenix genau das Richtige für dich. Und wenn du wissen willst, was das Teil kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Phoenix LR35R. 10.000 Lumen. Du hast das eh gesehen, das ist wirklich ein absolutes Wahnsinnsteil. Ich habe es seit ein paar Wochen im Einsatz und habe am ersten Tag, als ich es eingeschalten habe, gesagt, wir brauchen das im Shop, also billige Eigenwerbung, gibt es auch bei mir im Shop. Betrieben wird es mit zwei Akkus, 71-700er mit jeweils 4000 mAh, also das ist schon ein bisschen was und das braucht das Teil auch. Alles schön verarbeitet, wie wir es von Phoenix kennen. Da ist ein silikonierter O-Ring, wasserdicht, ich weiß nicht bis wohin, aber Regenwasser war überhaupt kein Problem. Wir haben es eine Nacht draußen liegen lassen, überhaupt kein Thema. Dann hier auf der Seite, wenn ich es aufkriege, ist der Anschluss, USB-C-Anschluss. Das Ladekabel ist übrigens dabei, nur das Kabel, kein Netzteil. Funktioniert sehr gut, alles gut. Außen ein Clip, dass man es zum Beispiel auf ein Molle aufsetzen kann, wie der Molle-Teppich zum Beispiel von Tasmanian Tiger, da macht sich das auch gut, wenn du drauf hängst und dir immer wieder anschaust und sagst, oh, gefällt mir. Gibt es auch im Shop bei mir, aber ist egal. Dann hier hinten zwei Löcher, damit man die Handschlaufe einfädeln kann. Das habe ich aber nicht und hat seine Berechtigung, obwohl es immer ausschaut, als hätten wir eine Herrenhandtasche. Aber es gibt Situationen, da braucht man das. Dann hier am Lampenkopf ist der Einschalteknopf. Das heißt nicht, wie bei taktischen Lampen hier hinten. Na, so, da ist mich jetzt. Sondern das ist halt hier an der Stelle. Viele Leute fragen mich immer, was ist der Unterschied zwischen einer taktischen Lampe? Dann machen wir mal ein eigenes Video dazu. Was ist taktisch? Was bedeutet das? Und sowieso. Ich bin aber nicht der große Taktiker. Aber egal. Dieses Knopf ist auch der Ladezustandsanzeiger. Einmal draufdrücken, dann leuchtet es grün auf. Das bedeutet voll aufgeladen. Ich habe es voll aufgeladen. Ganz klar. Nur eins ist auch klar, relativ rasch, wenn du mit den 10.000 Lumen drauf fährst, relativ rasch nimmt die Lichtintensität massiv ab. Also das merkt man schon. Aber wer braucht 10.000 Lumen eine halbe Stunde? Außer auf einem Fußballfeld vielleicht. Ne? Aber die machen das sicher nicht mit Taschenlampen, die über Akku betrieben sind. Ne? Also das ist jetzt die Idee. Muss man sich wirklich die Frage stellen. Und das zeigt dir das auch an, ist alles schön beschrieben in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung. Es geht sehr, sehr gut. Und wenn es halt dann rot blinkt die ganze Zeit, dann solltest du drüber nachdenken, wieder aufzuladen. Und wie gesagt, das kannst du direkt tun über diesen Anschluss hier, der wirklich ein bisschen streng ist, aber jetzt nicht so streng, dass man es nicht schafft. Aber das muss auch sein, damit es wasserfest ist. Gut, dann lang drücken heißt, wir schalten die Lampe ein. Es gibt vier Modis. Das ist jetzt nicht der kleinste. So, das ist der hellste. Ah, das ist der hellste, genau. Gut, dann, das ist der Mini. Ich möchte hier im Nahbereich, den man eigentlich die meiste Zeit in einem Camp jetzt wirklich vernünftig braucht. Ja. Eins, dann zwei, dann drei, dann vier und fünf und eins. Ja. Also so geht das hin und her. Eins, zwei, drei, vier und Alter, das wird da richtig schön warm an der Hand, ja. Das macht wirklich Spaß. Das Schöne ist, wenn ich jetzt zum Beispiel den zweiten Modus eingeschalten habe, lang auf die Taste drücke, dann ist aus. Und wenn ich jetzt wieder einschalte, dann ist dieser Modus gespeichert und das ist das Schöne dabei. Das heißt, weil ich ja immer wieder Leute habe, die sagen, ich möchte zur Selbstverteidigung einsetzen. Ja, dann könntest du auch hergehen und den Maximalmodus einstellen und dann halt draufdrücken und dann ist er halt auch da gleich. Ne? Problem ist halt, die Lithium-Ionen-Akkus, ich weiß, ich habe jetzt nicht die hier schon lang genug im Einsatz, aber ich habe es zum Beispiel bei einer Walter-Lampe, die halten die Spannung wirklich sehr, sehr lang, ja, einige Monate lang. Also das ist schon okay, aber es ist halt keine CA123, die halt für diesen taktischen Bereich und Selbstverteidigungsbereich eingesetzt wird. Aber das besprechen wir anders mal. Aber das soll so sein. Eigentlich ist das nicht unbedingt eine taktische Lampe, sondern eben zum Rausgehen und Spielen damit, wenn man etwas suchen muss. Ne? Gut, also das ist das eine. Dann gibt es einen Strobe-Modus. Wenn du da sensibel bist, dann mach die Augen zu. Ich sage dir dann, wenn es wieder aus ist. Wir schalten ein und drücken dann noch einmal. Und lassen gedrückt und dann kommt dieser garstige Strobe-Modus. Strobe-Modus wieder aus, wieder Augen aufmachen. Also auch das geht durch zweimaliges Drücken. Dann soll es eine Funktion geben, steht zumindest in der
Gebrauchsanweisung, dass man da zweimal schnell drauf drückt und dadurch einen und das so macht, dass halt durch zufälligerweise draufkommen sich die Lampe nicht einschaltet, dass sie gesperrt ist. Ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft. Ja. Wahrscheinlich sind meine Finger zu blöd dazu. Nein, meine Finger sind nicht zu blöd dazu, sondern wahrscheinlich ich, mein Kopf ist zu blöd dazu. Aber laut Beschreibung geht das so und ich vertraue dem jetzt mal, ich bin einfach nicht in der Lage, schnell genug zu drücken. Gut, wie auch immer. Nettes Teil. Wir wollen jetzt rausgehen und uns das noch einmal live anschauen und auch vergleichen mit einem anderen Lichtschwert, das ich schon einmal vorgestellt. Gebe da oben den Link, die Warrior oder Warrior X von Olight. Und die wollen wir jetzt miteinander vergleichen. Naja, dann schalten wir es einmal ein hier, das kleine Teilchen. Und das ist absolut abartig, wirklich. Also wenn du den Platz hier kennst, ja, also da hinten, da ist dieses rote Ding da hinten, da schieße ich mal mit der Armbrust hin. Und da oben geht der Wald, ich sehe bis zu dem Waldrand. Ich glaube, dass du das sogar auch hier im Video erkennst. Also das ist absolut abartig, wirklich abartig. Tut mir leid, wenn ich hier schwärme, aber es ist irre. Gut, jetzt schalten wir die mal aus und nehmen die Olight her, die Warrior X, die ja auch schon ein dementsprechendes Lichtschwert ist. Die fokussiert ganz extrem, also ich kann auch bis zum Waldrand raufleuchten, aber eben nur diesen Bereich hier. Die geht etwas weiter, dafür leuchtet sie eben nur genau dort an der Stelle aus. Also das hat auch sein Einsatzgebiet, also wie gesagt, ich will jetzt nicht die eine gegen die andere ausspielen und sagen, das eine wäre besser als das andere, das stimmt nicht. Aber das ist halt schon eine andere Liga, gell? Also das ist schon absolut irre, taugt mir total. In diesem Modus natürlich wird der Lampenkopf extrem heiß. Also das ist ja, also ich merke das jetzt schon, da kann man die Hand jetzt so richtig schön wärmen. Und es gibt angeblich eine intelligente Überlauf, Heiß, Hitze, Abschaltmechanik oder Entschuldigung, Elektronik. Und das glaube ich natürlich, aber das merkt man schon und ich merke jetzt auch schon, das merke ich hier an der Kamera, siehst du das vielleicht nicht, aber ich merke es schon, das Licht ist jetzt nicht mehr so stark wie vorher, wie ganz zu Beginn. Das ist einfach so nach, ja, ich würde sagen einer Minute oder ein bisschen über einer Minute Dauerbetrieb. Der Lampenkopf wird wirklich warm und auch wenn ich jetzt da zum Beispiel die Hand davor halte, auch die wird mit warm, also es ist absolut abartig. Ich glaube, da, wo ich das erste Mal gesehen habe, war der Stefan von Survival Deutschland, Hinkelmann Stefan, der irgendein Feuer damit gemacht hat, weil auch mit irgendeiner Phoenix, das ist aber schon ein bisschen her und ich glaube, dass sich die Technik einfach massiv entwickelt. Das ist abartig, trotzdem. Also es ist jetzt noch immer extrem hell, aber es wird sukzessive weniger. Ja, wenn man da jetzt zum Beispiel, ich werde dich jetzt ein bisschen in die andere Richtung hier mitgehen lassen, also so zum Absuchen ist das absolut genial. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich müsste irgendjemanden suchen, also in einer Suchaktion oder in einer Ersten-Hilfe-Situation, schau mal, ich leuchte eine Wiese aus, das ist wie taghell, also das ist absolut irre, wirklich irre. Oder für die Jäger unter den Zuschauern, ne? Du suchst nach ein Stück Wild, das erlegt ist hoffentlich oder irgendwo herumliegt sozusagen und du gehst da jetzt nachsuchen und das ist schon ein Wahnsinn. Ne? Der Lampenkopf, wie gesagt, ich gebe zu, der wird warm, aber das ist bei anderen auch so, aber nicht so warm, dass ich ihn nicht berühren könnte, also ich bin noch immer mit der Hand vorne, außerdem kann man es hinten schön halten, da merkt man fast überhaupt nichts, also das ist schon absolut irre. Arg wäre jetzt, wenn da irgendwo ein Yeti rauskommen wird, das würde natürlich dem Video so viele Views geben, dass sich die Lampe ja, 100-mal verkauft, aber den Yeti, den würde da unten auf jeden Fall auch am Waldrand, das ist schon naja, ein bisschen über 100 Meter entfernt, würde ich den ganz locker sehen. Ich tut mir leid, wenn ich jetzt schwärme, aber ich finde das total, total wahnsinnig. Und auch der Mini-Modus, der reicht aus, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe wandern und möchte mir einen Weg ausleuchten, also für das reicht das auch allemal aus. Ich meine, ist schon klar, das ist jetzt schon ein Kontrastprogramm. 10.000 Lumen oder dann halt sukzessive weniger und das kleine Puppi da. Aber wie gesagt, zum Weg ausleuchten ist das mehr als ausreichend. Also ich glaube, du hast gesehen, das ist wirklich ein fettes Teil. Es gibt da überhaupt nichts zu meckern. Das ist momentan echt meine orgste Voll-Org-Lampe. Für wen ist das gedacht? Wenn du jetzt zum Beispiel etwas suchen musst, ja, zum Beispiel
jagt. Ja? Ich weiß, er hat kein Rotlicht und kein Blau und kein Grünlicht, um irgendwelchen Schweiß zu sehen, also Blut meine ich damit. Ne? Das ist mir schon klar, aber jetzt einfach nur so zum Suchen ist das absoluter Hammer. Wenn ich mir anschaue, die großen, die Ledlaser X21, habe ich auch gekauft, mit diesen D-Batterien, die da drin sind. So ein großes Ding, wo du jemanden schlagen kannst und heute. Und die kommt mit der Leistung, okay, die kann man fokussieren durch das Schieben, das geht da nicht so, aber Wahnsinn. In der Größe, da ist das zum Beispiel. Oder wenn du campen bist, wenn du sagst, okay, ich bin mit einer Gruppe draußen, sind vielleicht auch Kinder dabei, und ich möchte das im Zusammenhang zum Beispiel mit Erster Hilfe oder in einem Notfall beim Suchen oder so, ist das eine gute Möglichkeit. Und natürlich beschränkt, wie gesagt, diese Lithium-Ionen-Akkus halten halt die Spannung gut, aber nicht auf ewig oder muss man immer, ist nicht wartungsfrei sozusagen, könnte man die auch aufs Nachkastel stellen und dann zum Nachschauen gehen und mit 10.000 Lumen das eigene Haus ableuchten und dann aber selber auch nichts mehr sehen. Also, alles ist möglich, ja, alles ist möglich. Billige Eigenwerbung, den Link gibt es natürlich zu mir in den Shop. Das ist ganz klar, ja. Kauft dir die, schaut dir die an, wenn er das taugt. Das war's. Schreib mal bitte einen Kommentar, was du von dieser Lampe hältst. Sind 10.000 Lumen überhaupt noch notwendig? Was ist da, wo siehst du da deinen Einsatzbereich oder ist das nur eine Spielerei? Würde mich interessieren. Daumen nach oben oder nach unten. Da geht's in den Shop zur Lampe. Abo und die Glocke drücken, nicht vergessen. Anderes Video, es hat mich gefreut. Dein René Rossmann, bis bald und ciao.